Hallo! Ich bin heute hier mit was ganz Neuem. Es hat ja der neue Katalog gestartet, Anfang August, und da habe ich euch die neuen Düfte mitgebracht. Die schnuppern wir gemeinsam und wir blättern auch im neuen Katalog rein. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Katalog an. Und es war wieder sehr schwer für mich, mich zu entscheiden, was bestelle ich für die neue Saison zum Herzeigen, zum Mitnehmen. Ich konnte mich wirklich schwer entscheiden. Aber ich habe mal einen Teil bestellt und vielleicht folgt ja dann im Laufe der Saison noch das ein oder andere. Die meisten von euch kennen den Katalog schon. Vielen habe ich den ja schon geschickt, entweder als PDF-Datei auf WhatsApp oder per Post zum Beispiel. Und ihr kennt ja, das Cover kennt ihr ja, glaube ich, schon. Da ist ja der süße Hund drauf. Das ist so wirklich so schön gemacht mit dem Türkranz. Ich liebe sowas ja. Total heimelig, total süß. Ist es bei euch heute auch so heiß? Ich glaube, wir hatten um die 36 Grad heute in Niederösterreich. Es war sehr warm. Zwei Neuheiten zum Beispiel. Die wirkt eingeschalten, ja, wie wenn das weiß wäre, aber eigentlich ist das hellblau, das Weiße. Die wirkt nämlich in Natur etwas anders, und das ist die Golden Sunset. Ja, genau. Und schaut mal, wenn ihr da so schaut, die ausgeschalten aus. Wenn es fokussieren würde. Aber die ist mit Gold. Also hier sieht man es nicht so, aber diese Marmorierung ist mit Gold und die ist wirklich, wirklich schön. Und bei dieser ist ja alles Handarbeit. Und bei dieser wird das wirklich das heiße Glas in die Farben gedreht und dann Mund geblasen. Dann zeige ich euch, ja genau, das sind wieder zwei Neuheiten. Die Aqua Glow, die ist hellblau, ganz leicht, so wie die Mercury Glass. Und dann die Emerald. Die Emerald wird auch per Hand in die Farbe eingedreht. Unsere Lampen sind ja generell alle aus Handarbeit. Und bei manchen ist das Design eben sehr, sehr aufwendig. Auch wie bei dieser. Diese Lampe ist auch ein absolutes Unikat, die Tiger Jasper. Da ist bei jeder Lampe das Muster unterschiedlich. Und diese hat mich auch total geflasht im Katalog. So sieht sie. Ganz normales Marmormuster aus. Und wenn man genau schaut, im kleinen Bild sieht man, dass die überall noch glänzendes Gold mit drinnen hat. Das sieht man ganz schön, wenn die ausgeschalten ist. Also die habe ich mir auch bestellt. Da bin ich total gespannt. Und auch die Assizer habe ich mir bestellt. Da sind ja über 5000 so Nadelstiche drinnen, schaut ja richtig marokkanisch, richtig toll aus. Da bin ich auch total gespannt drauf. Da sind auch so, im Dauersortiment sind die auch so schöne Lampen, aber ich zeige jetzt mal die neuen. Und die habe ich auch bestellt, die Stellar. Richtig, richtig schön, wie ein funkelnder Nachthimmel. Bin ich auch total gespannt. Erinnert mich auch recht an 1001 Nacht. Aber auch weihnachtlich kann man das sehen. Also das ist wirklich auch fürs ganze Jahr was. Die leuchtet total silber und aber auch je nach Blickwinkel total verschiedene Farben. Holographisch. Hier haben wir eine mit goldenem Meerjungfrauenmuster drauf. Auch richtig schön. Schade, dass mein Handy im Katalog nie scharf stellt. Das wäre sonst viel schöner zum Sehen für euch. So. Und dann zeige ich euch die noch. Pusteblumen sind ja auch, sollen ja, glaube ich, Liebe verbreiten, wenn man da pustet. Also die schenken Liebe, wenn man die Augen zumacht und pustet. Dann sollen die ja Liebe verschenken und dann ist die auch noch neu. Ich glaube, jetzt habe ich euch den Großteil gezeigt. Aber ihr seht die meisten oder einige davon dann nochmal genauer, wenn ich sie dann da habe und mit euch auspacke. Ansonsten ist der Katalog wieder total gelungen. Wir bekommen eine totale Neuheit, und zwar bekommen wir einen Reisetwister. Den zeige ich euch auch noch schnell. Ist auch was wirklich, wirklich Cooles. Bin ich total gespannt drauf. So, wo bleibt der? Wo bleibt der? Da. Und zwar ist das so eine runde Dose, ungefähr so groß. Das ist so eine runde Dose, da ist Vlies drinnen, wo eben diese Düfte gedrängt wurden, und dann stellt man sich das hin oder schmeißt das irgendwo rein oder mit ins Auto, kann das überall mitnehmen, und hier ist auch mindestens
mindestens 30 Tage Duftdauer garantiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier auch wieder länger ist, so wie bei allem anderen ja auch immer, der Duft viel länger hält als beschrieben. Das kann man dann vom Duft her dosieren, auf- und zudrehen, wie man mag, und da verströmt dann der Luft. Also das kann man sich zu den Mistkübeln legen, in ein Hotelzimmer mitnehmen oder so in ein Zimmer wo drauflegen, in einen Schrank rein, in eine Tasche, ins Auto. Da läuft nichts aus. Also da bin ich wirklich total gespannt. Meiner kommt hoffentlich bald. Und da gibt's die Düfte Black Raspberry Vanilla, Clean Breeze, Cozy Cardigan, Luna und Vanilla Bean Buttercream. Also haben sie da total schöne Klassiker rausgesucht. Und dann zeige ich euch noch was, da bin ich auch total gespannt drauf. Wir bekommen wieder Body Clips. Drei total süße. Prickly der Kaktus. Ach, meine Handykamera ruiniert das wieder alles. Prickly der Kaktus, Vega das Einhorn und Queen die Ananas. Genau, Queen habe ich mir nicht gemerkt. Queen, Vega. Man sieht überhaupt nichts. Queen, Mega und Prickly. Bin ich auch total gespannt. Ich muss nämlich meine Düfte noch einsortieren. Ich habe hab schon meine Dufttaschen fertig, aber mein Party-Körbchen habe ich ja mit euch aussortiert und sortiere ich auch wieder mit euch ein. Moment, dann muss ich was aufheben. So. Und weil ich das würzige Körbchen, das ist ja jetzt leer, da fangen wir gleich an mit den neuen Düften. Aber zuerst schnuppern wir noch an den neuen. Es gibt 10 neue Düfte wieder, die ganz neu sind. Und dann noch ungefähr 40 oder 30, zwischen 30 und 40, die vom letzten Jahr wieder dabei sind. Oder vom vor 2 Jahren. Also da sind auch von der letzten Winterkollektion, von der Feiertagskollektion sind welche dabei und von ganz früher, wo ich noch gar nicht dabei war, sind auch welche dazugekommen. Das erzähle ich euch dann. Riechen wir an Huckleberry Hideaway. Das ist ein bäriger Duft. Also ich stelle ihn mir bärig vor. Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon mal gerochen, aber ich weiß es gar nicht mehr, wie er riecht, weil es ist jetzt nicht... Na, jetzt mag ich ihn besser. Also er gehört zu den hölzernen Düften. Jetzt gefällt er mir gerade besser. Vielleicht, weil ich auch schon mehr in Stimmung bin für Herbst, Winter. Das ist ein hölzerner Duft. Und da suche ich jetzt schnell die Duftbeschreibung raus. Der ist richtig schön bärig. Da riecht man dunkle Beeren raus, finde ich wirklich sehr schön. So, die Neuheiten. Huckleberry Hideaway. Da sind Heidelbeeren, Bergveilchen und frische weiße Hölzer. Ein sehr, sehr schöner Duft. Gehört dann zu den hölzernen. Ich glaube, ich lege mir den Körper gleich her, dass ich die dann einfach reinschmeißen kann. So. Die Hölzer. Ich habe ja auf meinen Kistchen habe ich ja immer so einen Punkt, damit man bei Partys das schöner einsortieren kann. Also zum Beispiel Bonfire Beach hat einen grünen Punkt drauf und wenn der Gast oder die Gäste jetzt den haben und nicht mehr wissen, oh, wo habe ich den rausgenommen, aus welchem Korb, ist hier der grüne Punkt und dann auch hier. Und auch auf dem neuen Duft kommt ein grüner Punkt drauf. Huckleberry Hideaway. Schön. Gefällt mir wirklich jetzt besser als wie beim ersten Mal riechen. Entweder weil ich eben schon total jetzt eingestellt bin auf die dunklere Jahreszeit. Ab August bin ich ja meistens immer schon so Richtung Herbst eingestimmt. Ich freue mich schon. Der grüne Punkt drauf, das kommt in mein hölzernes Kistchen. So, den hebe ich mir zum Schluss auf. Das sind zwei meiner Favoriten. Weiter geht's mit Black Currant and Plum. Und der gefällt mir von Anfang an sehr gut. Dunkle Pflaume, wilde schwarze Johannisbeeren und Apfel. Fruchtig. Ein sehr, sehr schöner Duft. Bärig, fruchtig. Schön, und bei den fruchtigen Düften habe ich Neon Pink draufkleben. Das kleben wir auch hier wieder drauf. Dann tun wir uns leichter auf den Partys. So, dann ist noch neu Sips of Cider. Und der ist richtig, der knallt richtig. Der riecht richtig schön nach Cider, nach Punsch. Richtig herbstlich. Und da ist drinnen Blutorange, spritziger Ingwer und Zimtstange. Ich rieche am meisten die Blutorange und den Ingwer raus. Zimt.
Zimtstange und Blutorange. Ein richtig schöner, weihnachtlicher, herbstlicher Duft. Also finde ich total toll, wenn es draußen kühler ist. Richtig toll. Und der ist Zitrus. Und Zitrus hat bei mir Orange. Na, Katze, ist das jetzt deine Angewohnheit, dass du immer rausmachst, wenn ich ein Live mache? Ich merke das schon langsam. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Sips of Cider. Schön, freue ich mich schon. Zitrus. Frosted Vanilla, mit dem konnte ich eigentlich jetzt nicht so wirklich anfangen, weil ich rieche ihn nicht so. Ich rieche den Vanille leicht. Da soll drinnen sein süße Vanilleschote, Birkenrinde und frostige Luft. Ich rieche die Vanille leicht und auch was Süßes. Aber das war's. Und darum bin ich gespannt, wie das dann, ist, wenn ich den mal warm habe, wenn ich Proben mache oder generell das Wachs da habe und in meine Lampen gebe. Weil an sich ist er, finde ich, ein schöner Duft. Da kommt das Blaue, weil es ein frischer Duft und frische Düfte sind bei mir blau. Schön, aber für mich jetzt nicht intensiv genug. Darum bin ich gespannt, wenn der in der Lampe ist. Velvet Moon, der geht ja so in die Richtung von Luna, von dem habe ich mir auch total viel erhofft. Vanilleblüten, weißer Moschus und Nebel. Ich liebe ja Moschus und Blüten. Riecht jetzt nicht nach Vanille, sondern eher die blumige Richtung. Und diesen leichten Nebel riecht man, finde ich, auch. Und den Moschus natürlich. Aber auch der ist jetzt nicht so intensiv. Entweder weil ich schon so viel starke Düfte gewöhnt bin. Blumig ist bei mir hellrosa, ist ein blumiger Duft. Da bin ich auch total gespannt, wenn der als Duftwachs da ist. Schön. Also ich mag ihn, er geht für mich in eine sehr gute Richtung. Wenn er jetzt dann in der Lampe noch intensiver wird, sind wir Freunde. Passt das. Und der gefällt mir jetzt nicht so, also hat mir nicht so gefallen. Jetzt bin ich gespannt. Orchard Sunrise. Und der ist fruchtig und ich rieche aber fast nichts Fruchtiges. Red Delicious. Äpfel, oder? Frisch gepflückte Red Delicious und Harvest Honeycrisp Äpfel, also zwei Apfelsorten und Nelke. Und ich rieche auch keine Äpfel und keine Nelke. Ich kann mir das so... Ja, gut, die Äpfel leicht, ja. Nein, das ist nicht so mein Duft. Der riecht irgendwie... Den kann ich jetzt für mich nicht so ganz... Mit dem werde ich noch nicht so warm. Vielleicht dauert das noch. An sich sicher kein schlechter Duft, aber einfach nicht für mich, glaube ich. Nicht, dass ich sage, bei diesen Rauchdüften geht es mir oft so, den mag ich nicht. Da gab es mal, wo viele Berater sagten, der war nicht so gut, Grillin' Chillin' oder Chillin' Grillin' oder irgendwie so. Der soll einfach nur nach Rauch gerochen haben. Ich kenne ihn nicht. Das wäre für mich jetzt so ein Duft, wo ich sage, muss ich gar nicht haben. Also bis jetzt wirklich der Großteil für mich mega und manche einfach nur ja. Gut, dass sie da sind, aber ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt in den Club legen, zum Beispiel. Falling Apples, ein schöner Apfelduft. Für mich ein richtiger Apfelduft. Ich mag süße Apfeldüfte. Richtig schön, süß, fruchtig. Da sind knackige Äpfel, Eicheln und Ahornbäume. Und ich mag Ahorn. Ein hölzerner Duft. Ich hätte ihn fast fruchtig, weil für mich der Apfel da wirklich total rauskommt. Und hölzern ist bei mir, glaube ich, grün, oder? Ja, grün war das, ja. Schöner Duft, wirklich schön, habe ich auch schon in meiner Bestellung dabei. Ich freue mich schon, wenn er da ist, der kommt in die Lampen. Ein wirklich toller Duft. Den müsst ihr wirklich mal ausprobiert haben. An alle, die Äpfeldüfte mögen. So. Pinkberry, Pink Pine and Berry, rosa Kiefer, Winterjasmin und gefrorene Winterbeeren. Ich mag ja Winterbeeren, ich mag Jasmin, Kiefer bin ich nicht so ein Freund davon. Und den nehme ich auch fast nicht wahr. Finde ich komisch. Aber ich nehme ihn sehr, ne, sehr schwach wahr. Aber auch am meisten die Kiefer. Also auch nicht mein Favorit, aber da gibt es ja Gott sei Dank noch sehr viele andere. Und da ist auch ein frischer Duft. Ich bin ja eigentlich total für die frischen Düfte, aber ich mag Kiefer nicht so. Sage ich jedes Mal. Das müssen ja die meisten von euch schon wissen. Und dann zwei meiner absoluten Favoriten. Perfect Day,
Birne, total schöne Birne. Herbstbirne, würziger Sirup und Bourbon. Den Bourbon riecht man gar nicht. Er riecht süß, er riecht fruchtig, er riecht die Birne. Richtig schön. Oh, hallo Ladies, ich sehe euch. Also ich sehe, dass ihr da seid. Ich sehe euch nicht. Total schön. Perfect Day. Ein fruchtiger Duft. Feiere ich total. Habe ich schon bestellt. Freue ich mich für meine Lampen. Geht für mich aufs ganze Jahr, würde ich jetzt nicht sagen. Da rieche ich voll Bourbon. Der geht für mich nur im Herbst. Nein. So schön. Ich liebe den. Also da habe ich ein kleines Freudentätzchen gemacht, wie ich den ausgepackt habe. Also wie ich da in meinem Duftsäckchen zum ersten Mal gerochen habe. Weil so in diesen Säckchen werden die ja immer geliefert. White Amber and Silk, mein zweiter Favorit aus dieser Saison, also von den ganz neuen. Mein zweites Freudentänzchen war das. Warme Amber, Bergamotte und beruhigende Baumwolle. So schön, cremig, parfümig, pudrig. Richtig schön. Genauso wie Cozy Cardigan, in diese Richtung geht die, einfach nur ein bisschen anders. Richtig schön, ich liebe auch Cozy Cardigan und gehört auch in die frische Kategorie, deswegen bekommt ihr auch ein blaues Pünktchen drauf, damit meine Party-Ladies leichter sich tun beim Einsortieren oder herumsortieren, herumwühlen. Noch einen letzten Riecher, bevor ich ihn wegräume. Ach, schön. Freue ich mich, finde ich toll. Dann war es das mit den 10 neuen Düften. Dann geht es jetzt weiter mit denen, die zurückkommen von letzten Jahr, von vor 2 Jahren da waren, Kollektionen und so weiter und so fort. Und da Very Merry Cranberry. Kenne ich vom letzten Jahr. Nicht schlecht, finde ich jetzt nicht besonderes. Welcher Duft war das jetzt? Ah, hallo! Welcher Duft war das? So, jetzt weiß ich nicht, was du meintest. Ich glaube, du kamst bei Perfect Day und White Amber and Silk, glaube ich. Perfect Day, einer meiner Favoriten. So richtig schön birnig, fruchtig und White Amber and Silk war der letzte, den ich gezeigt habe, der neuen Düfte. Und der ist so schön cremig, pudrig und eben in die Cozy Cardigan Richtung. Ja genau, White Amber and Silk, total, total schön. Also wenn du den riechst, love it. Richtig schöne Düfte, also von den neuen sind das meine zwei Favoriten. Richtig, richtig schön. Very Merry Cranberry, jetzt habe ich wieder meine schlaue Liste hier. Genau, ist wieder ein fruchtiger Duft, der kommt in unser fruchtiges Körbchen. Für mich fast ein bisschen zu schwach. Ist ein schöner Duft, aber für mich fast ein bisschen zu schwach. Ich mag die kräftigen Düfte sehr gerne. So, der gehört wieder da rein. Autumn Hearth. Meine Güte, ein absolut beliebter Duft. Meine Mama riecht ihn rauf und runter. Im Herbst und Winter. Total, total schön. Herbst pur, Zimt. Nein, ich habe den jetzt nicht da aus Duftbeschreibung, oder? Mal schauen wir nochmal, vielleicht finde ich schnell. Minka, du darfst eh gleich raus. Gib mir noch 5 Minuten, 10. Na, warum finde ich den jetzt schon wieder nicht? Dann schaue ich hier, wo er ist. Der ist bei den würzigen. Ja, drüber gelesen. Apfel, Zimt und Tonka. Und genauso riecht er auch. Apfel, Zimt und Tonka. Total schön. Ich liebe den. Der war bei dem würzigen und würzig ist bei mir Farbe vom Körbchen rot. Jedes Mal aufs Neue muss ich wieder überlegen, was war das für eine Farbe? So tut man sich einfach leichter, wenn Duft und Körbchen einen roten Punkt drauf haben. Also auf Partys, wenn da alle Körbchen rundherum gehen und keiner kennt sich mehr aus, ist das natürlich nichts. Scarlet Sunflower, auf den freue ich mich auch schon wieder so in meinen Lampen. Das ist so schön. Das ist so schön. Für jetzt auch im August und September Sonnenblumenmonate. Total schön. Scarlet Sunflower ist ein fruchtiger Duft. Und da hat mich auch mal interessiert, was da drin ist. Ich weiß nicht, warum ich mir das nie durchgelesen habe.
Saftiger Apfel, rote Preiselbeer, scharlachrote Sonnenblume. Stimmt, ich wusste, ich habe es mir schon durchgelesen, aber ich würde mir das nicht merken über das ganze Jahr. So schön, ich liebe Scarlet Sunflower. Pink für fruchtiger Duft. Schön, dass du wieder da bist. Alle, die sich jetzt nicht auskennen, die jetzt nicht so oft vorbeischauen, denken sich, was hat die eigentlich? Ich bin die Dufttante. Und für mich ganz neu, den hat es schon mal gegeben, aber vor meiner Beraterzeit, Marshmallow Mint Coco. Im ersten Moment gefällt er mir, die leicht schokoladig, also diese leichte Kakaonote. Aber dann kommt diese Minznote und das mag ich nicht so. Riecht jetzt auch nicht so direkt nach After Eight, sondern süßer. Wie ein Kakao mit Marshmallows und leicht Minzsirup, schätze ich mal. Nicht mein Favorit. Ich stelle mir schwierig in meinen Lampen vor, also bei mir zu Hause. Bäckerei, ja genau, Bäckerei-Duft. Bäckerei hat weiß. Weißes Pünktchen. Nicht grausig, aber nein, die Minze, ich bin nicht so der Minzfan. Die muss ich nicht haben. Und für mich auch ganz neu, Stargazing. Und da haben so viele geschwärmt davon. Und ja, ich kann nachvollziehen, warum. Den gibt es auch neu aus Scent Circle. Ich kann nachvollziehen, dass er so beliebt ist. Ich glänze total, es ist so heiß hier drinnen. Ich glaube, wir haben 28 Grad im Haus. Ich muss dann alles aufreißen. Aber jetzt habe ich alles zugemacht, weil mich sonst die ganze Nachbarschaft labern hört. Auf TikTok rede ich vor ein paar hundert, auf Instagram rede ich vor ein paar hundert Leuten, aber die Nachbarn, Finde ich so schade, dass Koso Sunset rausgegangen ist, würde dem Herbst-Winter-Katalog auch total feiern. Gebe ich dir recht. Die meisten Leute sehen den einfach als tropisch, aber ich finde den gar nicht so tropisch. Ich würde den auch das ganze Jahr riechen. Also ich habe den auch als Reiniger und der bleibt, weil und ich habe Gott sei Dank auch noch zweimal als Duftwachs da. Also zwei ganze Packungen, weil ich liebe auch Coastal Sunset total. Und auch viele meiner Kunden haben den total gefeiert. Aber ich hoffe und bin mir auch ziemlich sicher, dass er wiederkommt, weil er eben so ein beliebter Duft war. Aber dann müssen wir halt eine Pause gerade davon machen. Aber Stargazing ist schön. Parfümige, frische Richtung. Würde mich auch interessieren, was da drinnen ist. Weil der ist für mich neu, kenne ich auch die Duftbeschreibung nicht. Sternenfunkelnde Blütenblätter, flauschige Baumwolle und weiche Vanillewolken. Ja, so ungefähr ist der auch, stimmt. Ich habe mich davon auch noch eingedeckt. Ja, genau so gehört's. Nochmal Vorrat anschaffen. Entweder Club oder Vorrat. Minka. Spät haben wir es, mein Mann muss dann gleich in die Nachtschicht. Ah. Geht noch. Schön. Stargazing, ein total, total schöner Duft. Und frisch. Frisches Blau. Das habe ich, weiß ich jetzt schon. Schöner Duft. Weiter geht's. Wieder frisch, glaube ich. Ja, wieder frisch. Silver Bells. Kommt zurück aus dem letzten Jahr. Kühl, leicht minzig. Und ich glaube, da ist auch Minze dabei, oder? Oh, es ist so heiß drinnen. Pfefferminz, Zuckerstangen, Winterbirnen und Karamell-Vanillezucker. Okay. Diese Zuckerstangen riecht man leicht. Aber ein schöner Duft. Nicht zu minzig, weil ich mag die Minzdüfte ja nicht so. Aber ein sehr schöner Duft. Finde ich toll. Habe ich auch, glaube ich, sogar noch eine angefangene Packung Duftwachs da, glaube ich, vom letzten Mal. Ich glaube ja, ich habe ja einen, ich hab sicher schon mal meine Laden gesehen. Voller. Die Sucht. Wieder frisch. Arctic Kiss. Das ist einer meiner liebsten Düfte aus dem letzten Jahr. Also ich habe da mehrere, das wisst ihr ja schon. Ne? Und der ist so schön. Ich habe den als Putz, als Wachs. Und den gibt's auch Putz und Wachs. Okay, ist nichts dazu gekommen. Ich liebe Arctic Kiss. Der riecht so schön, schön leicht kühl, frisch, aber süß. Das muss man mal gerochen haben. Das kann man so schwer beschreiben. Duftbeschreibung sagt arktische Minze, frische Luft und Vanillewolken. Und man riecht die Minze Gott sei Dank nicht so stark, weil sonst würde ich ihn wieder nicht mögen.
Aber der ist so schön. So ein schöner Duft. Arctic Kiss, einer der ersten Düfte, die ich kannte von Scentsy, und bin ich gleich hängen geblieben. Christmas Cottage, ein absoluter Klassiker. Total schön. Weihnachten pur, also wirklich, da riecht man, wie wenn man gerade durch ein kaltes Weihnachtsdorf durchgeht mit einem heißen Punsch in der Hand, und dann riecht man überall die Gewürze. Weihnachtsmarkt. Schön. Ein würziger Duft, und der war, glaube ich, grün, ja. Richtig schön. Und viele haben sich in den Sommerpartys schon gefreut und gehofft, dass Christmas Cottage wiederkommt. Und natürlich ein Klassiker. Habe ich auch schon Vorbestellungen jetzt für meine Sammelbestellung. Am 15. gibt es wieder eine Sammelbestellung bei mir, weil einige es einfach nicht erwarten konnten. Habe ich gesagt, passt, dann machen wir Mitte im Monat. Am 15. bestelle ich wieder. Bis dahin könnt ihr euch gerne melden bei mir, wenn ihr was braucht. Achso, der ist ja rot und nicht grün. Der ist ja würzig und nicht hölzern. Und wer da Versandkosten sparen möchte, kann gerne bei mir mitbestellen, kann mir gerne Bescheid sagen. Die letzten Riecher nochmal, richtig schön. Freue ich mich schon drauf. Sehr, sehr beliebt. Let's Escape, wieder ein roter Duft. Auch total schön. Ich glaube, der ist hölzern. Der ist jetzt hölzern. Ist schön. Will ich mir auch wieder bestellen. Du kannst sie rauslassen, die Katze. Die kriegt schon die Krise neben mir, weil ich hier sitze und rede und, sie nicht rauslasse. Aber sie hat die Herrinnen auch ein Klose. Nicht so als wie Icicles and Evergreen. Wir zwei werden keine Freunde. Nein. Ich mag keine Tannendüfte. Oder keine Nadeldüfte. Und der riecht halt eben leicht nadelig, tannig und Eukalyptus, glaube ich. Ist nicht meine Welt, nein. Dann gibt es ja noch einen, der war glaube ich Duft des Monats November und Dezember. Duft des Monats ist auch da. Nein, der ist nicht. Wo ist er dann? Habe ich es gleich hinter mir. Das ist so ein Duft, den muss ich einfach nicht haben. Wo ist er denn? Jaden Jasmine, Jasphere. Bin ich blöd? Na, vielleicht kommt er mir dann noch unter. Nein, nicht meins. Frische Duftrichtung. Enchanted Woods. Ein leicht maskuliner Duft. Holzig, leicht maskulin. Viele Männer bestellen den auch, viele Damen. Ja, wenn man so hölzerne Düfte mag, kühle hölzerne Düfte, dann ist man da genau richtig. Cranberry and Tinsel. Lesen sollte man können. Wer lesen kann, ist ein kleiner Vorteil. Ja, total schön. Fruchtig, oder? Ja, nein. Na, wo ist er denn? Hölzern. Wir haben sehr viele hölzerne Düfte. Okay. Den hole ich später. Das war die Kellerstiege. Also mein Mann ist, glaube ich, gerade in eine Flasche über die Kellerstiege gefallen. Und ich glaube, es war sogar meine Mineralwasserflasche. Die habe ich da heute oder gestern auf die Stiege gestellt, weil wir sammeln ja Glas. Flasche? Okay, Flasche. Opalflowers. Machen wir einfach weiter. Opalflowers. Ein total schöner, blumiger Duft. Und der ist blumig, oder? Ja, blumig. Blumig ist rosa. Total schön. War Duft des Monats. September, Oktober, Juni, Juli. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der ist jetzt eben im Sortiment richtig schön. Ich mag ihn. Er ist leider ein bisschen leicht in den Lampen bei mir zu Hause. Also es ist nicht ein, boah, der haut dich um, aber total schön. Ich mag den wirklich sehr gerne. Darf bei mir nicht mehr fehlen.
Also. Blueberry Rush, ein Bäckereiduft. Der ist total beliebt auch. Richtige Blaubeere, saftige Blaubeere und total süß. Wie, ja, wie wenn man ein Blaubeerkompott, nein, Blaubeeren kocht mit Zucker zum Beispiel. Wie wenn man da fast eine Marmelade draus machen würde. Oder wer Zwetschgenröster kennt, die kocht man ja auch mit Zucker und Vanillepuddingpulver und so riecht das nur halt eben mit Blaubeeren, nicht mit Zwetschgen. Schön, total schön, Bäckerei-Duft. Falsches Pickel, Bäckerei ist weiß. Na, das wäre ja was. Da hätten die Lidis eine Freunde mit mir, wenn ich ihnen das so herrichte, dass sich jeder auskennt und dann kleben da die falschen Pickel drauf. So, wir haben es bald. Blackberry Sandalwood. Das ist nicht mein Freund. Den mag ich auch nicht ganz so. Dieses Sandelholz ist mir ein bisschen zu stark. Fruchtige Richtung. Berry Blast, ein absoluter Klassiker. Bärig, bärig, bärig. Total beliebt. Und auch Vega, das Einhorn mit Body Clip. Den kann man ja überall aufhängen, riecht auch nach Berry Blast. Just For You, ein hölzerner Duft. Manche sagen, sie riechen da fast ein Lagerfeuer, ich finde nicht. Er riecht einfach leicht maskulin, leicht hölzern, aber mehr würde ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Ich habe da auch noch ein, zwei Packungen da, ich finde ihn schön. Autumn Road Trip. Ah, der ist auch so schön. Und der gehört. Warte mal, heute habe ich es mit meinen Düften. Ist der gar nicht mehr im Sortiment? Der muss ja im Sortiment sein, der war ja bei meinen Übergangstestern dabei. Hallo? Autumn Herf, ja. Aber kein Autumn Road Trip. Gut. Ah, oh ja. Ich habe schon wieder überlesen. Gibt es auch als Pots, Gott sei Dank. Jetzt ganz neu auch als Pots. Da bin ich gespannt, weil die Pots sind ja sicher wieder sehr intensiv und das mag ich ja. Ach, der ist so schön herbstlich. Herbstlich, herbstlich, aber nicht so extrem. Also den finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn der im Sommer zum Beispiel wäre oder Frühling. Sehr, sehr schön. Oh, Cozy Cardigan. Cozy Cardigan ist so schön. Ein weicher, frisch gewaschener Woll-Cardigan, die man sich gerade reinkuschelt. Cozy Cardigan muss man einfach mal gerochen haben. Und White Amber and Silk von den neuen Düften geht da auch genau in diese Richtung. Fresh. Ich liebe Cozy Cardigan. Vanilla Cinnamon Maple war letztes Jahr in der Festtagskollektion. Riecht genauso wie er heißt. Vanille, Zimt und Ahorn. Bäckerei, oder? Ja. Schön, habe ich auch noch da als Wachs. Schön, viele mochten die jetzt nicht ganz so. Aber ich finde ihn gut. Ich finde ihn schön. Kann man machen. Winterberry Apple Tea, der Duft von Anna Hofmann. Sie liebt den, ich liebe den, jeder liebt Winterberry Apple Tea. So viele meiner Kunden gehen da steil. Schön. Richtig, richtig schön. Fruchtig. Der riecht genauso, wie er heißt. Winterbeere, Apfel, Tee, Zimt. Schön. Richtig, richtig schön. Fruchtig. Spice Cake. Ach, der ist auch schön. Spice Cake. Ach, der ist auch wieder toll. Spice Cake. Würziger Kuchen. Aber den Kuchen riecht man gar nicht so, sondern einfach Gewürze, winterliche Gewürze und süß. Liebe ich total, liebe ich total. Ist auch sehr beliebt bei mir, bei den Kunden zum Beispiel. Freue ich mich wieder drauf, freue ich mich. Polarbierhack, frisch. Das ist auch so schön.
Frisch, leicht pudrig. Nein, pudrig nicht. Leicht parfümmäßig, aber frisch. Brombeermarmelade. Brauner Zucker und Vanille. Finde ich gar nicht. Er riecht leicht fruchtig, er riecht frisch. Ich kann den nicht beschreiben, den muss man gerochen haben. Kommt alle vorbei zum Schnuppern, ihr müsst das wirklich mal gerochen haben. Das kann man. Tschüss, viel Spaß in der Arbeit. Kommt gut nach Hause. Ja, muss man wirklich mal gerochen haben. Also man kann da so viel reden drüber, wie man möchte, aber man muss wirklich mal gerochen haben. Eis, Zitrus. Sehr schön. Kühle Zitrone. Gefällt mir, mag ich. Aber da würde ich fast Lemon Sorbet noch lieber haben. Und ist ja Gott sei Dank Lemon Sorbet noch im Sortiment. Pink Poinsettia war auch drinnen in der Festtagskollektion letztes Jahr. Ist auch ein schöner Duft, ist aber nicht einer meiner Favoriten. Ist schön, kann man machen, habe ich auch noch, muss ich aber jetzt nicht wieder 100 Mal kaufen. Also wenn der rausgeht, dann ist er traurig. Das finde ich jetzt nicht so tragisch, wenn der nächstes Jahr zum Beispiel nicht mehr wäre. Pomegranate Prosecco riecht auch genauso, wie er heißt. Ich finde, den Prosecco rieche ich jetzt nicht ganz so stark. Sehr schön. Ich rieche halt eben den Granatapfel mehr. Schön für diese Jahreszeit, toll, gefällt mir. Mögen wir. Snuggle Up, den kannte ich noch gar nicht. Der war mal aus so einer Schlafkollektion, habe ich gehört. Also so eine Abend-Kuschel-Schlafkollektion. Schön. Ein frischer Duft. Kaschmirwälder, Engellavendel und Salbe. Ich rieche Gott sei Dank Salbe und Lavendel nicht so, weil die mag ich wieder nicht so. Ist einfach schön. Der ist einfach schön und aus dieser Kollektion gab es auch noch einen zweiten Duft und die waren vor meiner Zeit als Beraterin. Kannte ich nicht, habe ich wirklich jetzt erst kennengelernt durch meine Tester. Da kommt dann noch ein zweiter. Müsst ihr probieren. Ach Gott, der ist auch wieder so gut. Sweet Orange Pomander, der absolute Favorit meines Mannes. Da habe ich letztes Jahr gewagt, die Packung aufzumachen aus der Festtagskollektion und da Proben draus zu machen. Nicht aus der ganzen, nur aus einem Teil. Du kannst das doch nicht. Das ist mein Lieblingsduft. Hab eh Nachschub bestellt. Oh mein Gott. Ja. Ist ein schöner Duft. Riecht wirklich wie ein krasser Orangenpunsch mit einem Schuss Rum. Aber den Rum riecht man jetzt nicht so als Alkohol, sondern ja, er riecht einfach gut. Weihnachtlich gut. Kaschmir Corduroy gibt es, glaube ich, jetzt auch als Duftblume. Wo ist er? Da. Hölzerner Duft gibt es als Circle Pack, Scent Pack, Kaba und als Duftblume. Und da bin ich gespannt. Ein total beliebter Duft. Kaschmir mag fast jeder. Kaschmirdüfte sind generell sehr beliebt. Bin ich total gespannt, wie der geht. Wie die meine Partygäste die finden. Zum Beispiel nächste Woche geht es schon los wieder. Da bin ich wirklich schon gespannt. Tinselberry, total schön. Habe ich letztes Jahr im Winter gar nicht so im Kopf gehabt. Total schön. Fruchtig, süß. Oh ja. Den muss ich ganz dringend bestellen für meine Lampen. I'm snow over it. Riecht auch total schön. Leicht kühl draußen, Schnee. Schön. Total toll, süßlich. Müsst ihr wirklich auch probieren. Da muss man sich wirklich mal durchriechen, um das wirklich mal kennenzulernen. Fairy Tale Pumpkin. Puh. Das ist ein absolutes Powerhouse und entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Er riecht leicht nach Kürbis und Lakritz und Zimt, glaube ich. Fruchtig, ein absolutes Powerhouse. Ich habe ihn mir. Damals hatte ich den als Duft des Monats. Ja, im Oktober habe ich ihn damals bestellt. Das war Duft des Monats. Viele sagen, boah, der geht gar nicht. Ich finde den gar nicht schlecht. Nicht mein Lieblingsduft, aber geht voll klar. Fairy Tale Pumpkin. Aber wirklich ein Powerhouse. Also für zarte Zettel, da ist der nix. Snowberry. Total schön. Bärig, fruchtig. Total, total schön. Muss man auch mal gerochen haben.
Und wo ist er? Also, heute tut es mir schwer, meine Düfte zu finden. Eklar, fruchtig. Wo sonst? Wo wäre er sonst? Aber zur Sicherheit kontrolliere ich eben mit, weil nicht, dass ich da einen Blödsinn aufklebe. So, Jade and Jasmine. Total schön. Ich liebe Jasmin. Ist, glaube ich, frisch, oder? Ja, frisch. Ein frischer Duft. Sehr schön, ich mag Jasmin. Schön. Appleberry habe ich gerade als Handseife. Apfel pur, süßer Apfel. Fruchtig. Wer Äpfeldüfte mag, ist bei Appleberry genau richtig. Gibt es aber jetzt nur noch als Pots und als Wachs, nicht mehr als Handseife. Hack Innermack. Ein absoluter Klassiker. Schoko, Nuss. Fast wie ein Tassenkuchen. Bäckereiduft. Entweder, wenn man das nicht mag, dann tut man sich schwer. Ich finde solche Düfte schön. Ich meine, ich tue mir auch oft schwer mit den Bäckereidüften, aber das, der geht. Der ist gut, den mag ich. Genauso wie Vanilla Bean Buttercream. Cheerful Celebration. Ja, Cheerful Celebration. Zitrusduft ist jetzt schön, aber für mich fast ein bisschen unscheinbar. Zitrusnote sehr, fast wie ein Hugo zum Anstoßen, aber ohne Alkohol. Also man riecht keinen Alkohol. Schön, aber für mich zu unscheinbar. Fluffy Fleece. Auch wieder aus der Festtagskollektion letztes Jahr, ist im Katalog. Da sind alle ausgerastet, weil die gibt es jetzt auch bei der Wäschepflege. Und wenn meine Wäsche dann so riecht, wenn meine Wäsche dann so riecht, und ich werde das ausprobieren, ich werde euch dann berichten, und wenn meine Wäsche dann mit dem Waschmittel und dem Wäscheduft so riecht, aus und vorbei, ich gehe kaputt, ich liebe es, das ist wirklich ein toller Duft. Blue Sage and Tonka. Riecht für mich fast ein bisschen unscheinbar. Ein hölzerner Duft, aber schön leicht maskulin. Also die hölzernen Düfte gehen sehr viele davon eben in die leicht maskuline Richtung. Jetzt nicht wie so ein billiges Duschgel, sondern ebenso in die leicht maskuline Richtung. Wie wenn da, wenn genau an diesem Fleck, wo du gerade stehst, vorher noch ein parfümierter Mann mit einem edlen Parfüm gestanden ist, aber nicht mehr da steht, sondern nur noch so, man riecht es nur noch leicht. Schön. Blue Sage und Tonka. Ja, Tonka, Sage, schön. Und dann haben wir nur noch zwei. Apple Cinnamon Sticks. Brauche ich nicht viel dazu sagen. Süßer Apfel und Zimtstangen. Genau so riecht er und auch sehr intensiv. Den hatten wir auch letztes Jahr im Auto und dahinter den ganzen Winter ein Powerhouse. Wer zarte Düfte mag und diese extremen Düfte nicht aushält, für den ist dieser Duft nichts. Das ist ein absolutes Powerhouse. Richtig toll. Ich mag sowas. Und für mich auch ganz neu Lights Out. Und den habe ich gerochen und tschüss. Aus. Der ist so schön und erinnert mich schon wieder an Happy New Home und ich liebe Happy New Home. Den gibt es als Wachs und als Scent Circle und den hätte ich auch gern als Pot. Wenn ich in mein Klo reingehe und der als Pot ist und dann so richtig, du machst die Tür auf und dann so richtig BÄM. Schön. Ein frischer Duft. So, so schön und ich freue mich schon so, wenn der da ist. Den habe ich natürlich auch mitbestellt. So viele habe ich schon mitbestellt mit den Lampen und was habe ich noch? Den Twister habe ich bestellt. Lasst euch überraschen, es wird im Laufe nächster Woche ein Sensi New Season Haul geben und da werden wir wieder quatschen, schauen, riechen. Neue Lampen und Lights Out ist dabei. Schön, richtig, richtig schön. Wir sind fertig. Meine Partykörbchen sind voll, sind bereit. Ich habe noch Dufttaschen, die man sich ausleihen kann. Also alle diese Düfte sind dann in einer Tasche drinnen. Und da könnt ihr euch durchschnuppern. Und die versende ich auch, wenn ihr nicht in der Nähe seid, dann versende ich meine Düfte auch. Ihr könnt auch gerne eine Lampe. Ich verleihe auch meine Lampen kostenlos für eine Woche. Leiht euch eine Lampe aus und ein bisschen Duftwachs von mir und probiert es zu Hause mal aus, wie die Lampen bei euch zu Hause wirken.
Die Dufttester schicke ich euch mit, dann könnt ihr da wirklich durchschnuppern. Richtig, richtig schön. Natürlich alles unverbindlich und kostenlos. Und im August kann man, wenn man eine Party bucht und diese Party 515 Euro erreicht, bekommt man eine von drei wunderschönen Lampen einfach so gratis obendrauf zu seinen normalen Gästeprämien, Gastgeberprämien. Also das zahlt sich wirklich aus, im August eine Party zu machen. Und auch wenn man Sensi-Beraterin wird im August, bekommt man auch eine gratis Duftlampe noch obendrauf zu den normalen Sachen in dem Set schon. Gibt es noch eine total beliebte Lampe obendrauf? Schreibt es mir da gerne auf Instagram oder wo auch immer. Schreibt es mir, dann kann ich euch da Bilder zeigen, wie die Lampen aussehen. Aber da zahlt es sich aus, entweder zu starten oder eine Party zu veranstalten im August noch, weil schon wieder so tolle Aktionen sind. Und wer will denn nicht eine gratis Duftlampe? Also eine große, keine Minilampe, sondern wirklich eine große Lampe. Sie bekommt man da einfach mal so zusätzlich geschenkt. Schaut sich das wirklich an. Scooby-Doo kommt bald zu uns, werdet ihr dann sehen in einem Instagram-Post am 8. August, glaube ich, war es. Montag, oder? Ja, Montag, 8. August. Also, es bleibt spannend. Seid auch gespannt auf die Bodyclips. Ich freue mich schon so. Meine Mädels sind auch schon total heiß drauf. Freue ich mich wirklich schon total. Ansonsten gibt es noch so viele Neuheiten, die ich euch nach und nach zeigen werde. Entweder im Katalog, auf Bildern oder eben im Real Life bei mir in der Hand. Ich freue mich, wenn ihr immer zuschaut. Ich bedanke mich für eure... Jetzt bin ich ja bald ein Jahr Beraterin. Da kommt dann eh wieder extra was von mir. Also da wird es dann im September, werdet ihr dann mitbekommen, werde ich ein Jahr dabei sein und das werden wir gemeinsam feiern. Und mal ein kleines Danke an meine Kunden, an mein Team. Es ist richtig toll, mit euch zu arbeiten. So, es ist spät. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt es noch. Morgen beginnt das Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende.